Jo, und herzlich willkommen zurück zu Lost in Time auf Deutsch. Jetzt habe ich eben aus Versehen schon diesen Hengst hier angeklickt, das machen wir nochmal. Bist du brav oder wild, mein Freund? Ah, da ist er aber vorsichtig. Ja, ich denke, den müssen wir hier irgendwie wegbewegen, um mal an das Tor zu kommen. Oder können wir hier über die Mauer klettern? Nee, leider nicht. Ich wollte aber mit euch kurz mal durch die Controls gehen. Hier haben wir die Speicher- und Ladegeschichte. Hier haben wir Joker. Dürfen wir keinen nehmen? Ich nehme hier sowieso keine Joker. Dann haben wir hier ein Notizbuch. Das ist ganz nützlich. Denn da können wir mal reingucken. Da steht alles drin, was wir schon erlebt haben. Ich erwache in der Bilge eines Schiffes auf hoher See und begreife überhaupt nicht, wie ich da hinkomme. Dann finde ich diesen Sklaven Yoruba angekettet in der Bilge nebenan. Irre. Ich habe dabei nicht das Gefühl, im 20. Jahrhundert zu sein. Und dann dieser Geheimagent Melchior aus dem Jahre. Ja echt, 2092. Sagt, wir wären jetzt in Anno Domini 1840. Wie springt man denn 152 Jährchen zurück? Folgendes. Huch, wo ist jetzt folgendes was? Hallo? Das sind die Dialoge. Folgendes was? Moment mal, da fehlt mir doch aber was. Folgendes. Geht's hier nicht weiter? Doch, hier oben. Ah, Entschuldigung. Folgendes und nix. Nö, es geht nicht zurück. Ich kann hier aber auch selber was reinschreiben, glaube ich. Hallo. Viel Spaß. Ah, das geht nicht. Okay, der kann kein scharfes S. Mit Lost in Time. So. Na, das ist doch klasse, aber ich muss da nichts reinschreiben. Das geht eigentlich immer automatisch. Dann hätten wir hier unser Inventar. Das leer. Ups, jetzt ist es leer. Na, klasse. Und ein Ortswechsel, den wir momentan nicht vornehmen können. Und hier die Spieloptionen, die bestehen daraus, dass man die Musik ausschalten kann und aus Informationen. Und hier seht ihr, wann ich das spiele und wie weit ich fortgeschritten bin und wie lange ich schon gespielt habe. Hochinteressant, aber überflüssig. Gut, dann schauen wir mal, dass wir dieses nette kleine Pferdchen hier wegbewegen. Mit der Tanne geht's nicht, aber wer hat denn bloß diesen Trecker hier geparkt? Hier steht eine Stange, die ich leider nicht nehmen kann. Dann sollten wir uns mal diesen Trecker näher betrachten. Hey, da oben ist ein Korb. Na, wow, hat die aber ein sexy Outfit an. Das könnte ja doch fast aus den 80er Jahren stammen. Wow. Und schnappen uns ein grünes Äpfelchen. Warum denn eigentlich nicht die roten? Denkt sie vielleicht an Schneewittchen? Sandy tut es auf jeden Fall, falls er die hört. Na, mein Hübscher, du wirst doch nicht etwa diesem verführerischen Apfel widerstehen, oder? Nein. Nein. Ah, jetzt ist er weg. Vielleicht ist ihm der Apfel nicht bekommen und er hat Durchfall. Gut, dass er nichts hier hingekackt hat. Das beruhigt mich sehr. So, hier hätten wir eine Pforte, aber ich war noch nicht mit diesem Trecker fertig, denn da finden wir eine Batterie. Ja, und wer jemals mein Let's Play Bazooka Zoo gesehen hat, der wird wissen, dass ich da in einigen Folgen finde, dass Bazooka Zoo sich wie MacGyver verhält. Und sie hier, Mademoiselle de la Prunelière oder wie auch immer sie heißt, schleppt jetzt eine tonnenschwere Batterie im Inventar mit sich rum. Seht ihr, hier hat sie eine Batterie. Wo sie die wohl hinpackt in ihrem hübschen gelben Outfit, fragen wir uns doch da wieder. Und was ist da noch? Jetzt geht auch nochmal dahin. Die Ablage. Ja, toll. Da finden wir nämlich noch was. Keine Zigaretten. Schade. Ich rauche keinen Tabak. Hä? Das kann dir doch dann egal sein, wenn da keine Zigaretten drin sind. Ist da noch was drin? Ja, die Pipette. Jetzt wissen wir auch, woher wir die Pipette hatten im ersten Teil. Die kann man immer gebrauchen. Genau. Und die werden wir nämlich so gleich mal, weil ich das weiß, mit der Batteriesäure füllen. Einmal. Ah, Schlürf. Das schmeckt gut. Ja. Die Pipette ist eher, um den Rest Säure dann auch herauszukommen. Na, hoffentlich überlebst du das. Gut. Aber jetzt noch nicht. Jetzt schauen wir nämlich erstmal hier diesen Zettel an. Mit Wurfpfeil fixiert. Wow. An einem Dartbrett. Na, wie praktisch. Und da steht was? Tut mir leid, Fräulein Dora. Aha, die heißt Dora. Dass ich unser Treffen verpasse, aber das Portal mit Vorhängeschloss ist mir verdächtig.
Wow, vielleicht sind da Schmuggler drin oder Piraten oder Geister oder wer weiß. Ich habe das Gefühl, als würde sich ein Betrüger in Ihrem zukünftigen Wohnsitz herumtreiben. Ich komme mit Gendarm zurück. Mit Gendarm, okay. Na, so, und wenn das Notizbuch blinkt, dann können wir uns das auch immer gleich angucken. Da hätten wir schon. Meine Existenz als Grundbesitzerin fängt gleich mit Trouble an. Abwarten hasse ich. Gut, aber wir schauen erstmal hier rein. Was steht da drin? Das hatten wir schon. Da ist jetzt nochmal, falls wir das nochmal nachlesen möchten. Das steht da ein bisschen anders, aber das ist ja wurscht. Das lese ich jetzt auch nicht nochmal vor. Ich hole uniformierte Hilfe. Eben wollte er noch einen Gendarm mitbringen. Gut, dann wollen wir doch mal gucken, was hier zu tun ist. Ein Vorhängeschloss. Und? Sieht nicht nach Hightech aus, aber sicher solide. Trotzdem, das Schloss, das mir widersteht, gibt's noch nicht. Ja, denn Fräulein Dora ist noch mehr MacGyver als meine heißgeliebte Bazooka Sue. Und wir versuchen das jetzt mal mit der Säure. Püsch! Zisch und Sprudel. Mach dir bloß nicht deine schönen roten Fingernägel damit kaputt, Doralein. In deinem schicken gelben Outfit. Du irgendwo eine dicke, tonnenschwere Batterie versteckt hast. Wow! Na bitte, das war ein Kinderspiel. Wenn ich den Eindringling treffe, erzähle ich ihm, dass ich alte Gemäuer spitze finde. Ja, hier, das sieht doch schön aus. Für geschenkt würde ich das auch nehmen. Hier ist ein Brunnen. Da ist ein gar nichts. Gucken wir uns doch mal den Brunnen an. Wie hübsch, ein Brunnen. Scheint tief zu sein. Ich kann den Grund nicht erkennen. Okay, dann fallen wir da ja nicht rein. Und hier ist ein Wasserhahn. Sieht so aus, als wäre das lange her, dass jemand die Wasserrechnung zahlte. Okay, gut, da können wir momentan aber noch nichts machen. Das kommt erst später. Gucken wir uns doch mal hier diesen schönen Eingang an. Okay, so, hier ist eine Türklinke. Vielleicht kann man die Tür so aufmachen, ohne dass wir... sehr geschickt. Ich hoffe ja nur, dass der Rest vom Gebäude solider ist. Ja, das hoffe ich auch. Gut, hier haben wir ein Porträt. Das können wir uns auch gleich mal mitnehmen. Das brauchen wir nämlich. Stecken wir uns alles hinten in den heißen Rückenausschnitt von unserem schicken gelben 80er-Jahre-Outfit. Wer wohl dieser Seebär ist, etwa einer meiner Vorfahren? Weiß ich nicht, kann man sich das angucken? Oh, da hängt noch ein Eisendraht dran. Den wir gleich mal so bald sofort an diese Klinke wickeln. Genau, dann hätten wir nämlich eine Magnetspule. Sehr schön. Das ist schon mal MacGyvers erster Streich. Aber noch geht nichts. Jetzt lass uns mal hier die Ritze unter der Tür betrachten. Da bin ich gerade nicht mehr schlank genug, um da drunter durchzukommen. Ach, diese jungen Frauen immer mit ihrem Schlanksein oder nicht. Mädels, es ist doch so scheißegal. Kommt auf den Kopf an. Genau. Das meint übrigens auch Sandy. Ja, was machen wir denn jetzt? Da steckt da bestimmt noch ein Schlüssel. Lass uns mal, können wir durch Schlüsselloch gucken? Lass mal gucken. Ja, ich habe es vermutet, der Schlüssel steckt im Schloss. Dann mal. Das geht nicht anders. Ich lasse den Schlüssel fallen und ich habe keine Zeitung. So ein Mist. Okay, aber wir haben hier schon so eine halbe Spule. Vielleicht, wenn wir die mit der Batterie verbinden... Die Batterie ist leer. Ah, toll. Das heißt, wir müssen die Batterie wieder auffüllen. Ein Holzscheit. Okay, wir können uns auch ein Holzscheit mitnehmen. Wie praktisch. Gut, wir schleppen alles mit uns rum, was nicht nied- und nagelfest ist. Aber schaut mal, hier geht es nämlich noch hinter das Haus. Da gucken wir doch gleich mal nach. Sandy macht mich heute wieder vollkommen irre. Oh, ein Schmetterling, wie schön. Ja, ich finde die Grafik eigentlich in diesem Spiel recht gelungen, muss ich wirklich sagen. Hier ist ein... Oh, noch mehr Schmetterlinge. Wow, sind die schön. Gucken wir uns das doch mal an. Wozu dieser seltsame Bau wohl gedient haben mag. Ja, das ist entweder ein verschlossener Pavillon, könnte aber auch ein Aufzug sein. Kein Schlüssel, keine Klinke, von einer Tür keine Spur. Und hier ist eine Höhlung, eine kleine Nische, die in das Treppenholz geschnitzt ist. Was passt denn da wohl rein? Genau, unser schönes Porträt. Jo, mit Höhlung bitte. Das passt da nämlich haargenau hinein. Ja. Und, was passiert? Philibert, 1811 bis 1840. Und dann müssen wir hier reingeben,
wie alt er geworden ist. Das heißt 29 in diesem Fall, ne? Weil ich mich nicht verrechnet habe. Also 2 und... Ich glaube, ich hätte es auch andersrum machen können, aber egal. Und auf das Dings klicken und... Genau, ich habe richtig gerechnet. Ach, das ist doch schön. Gewonnen. Man musste das Alter des Kapitäns eingeben. Damit hat sich der Aufzug in Bewegung gesetzt. Toll. Und da werde ich jetzt mal einsteigen. Okay, und? Nichts passiert. Das Ding hat eine Panne. Gut. Ja. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das in Bewegung setzen können. Und das wird noch mehr MacGyver-mäßig. Gehen wir erstmal hier hin. Da ist eine Türklinke. Und natürlich ist das abgesperrt. Okay, gut. Aber hier steht eine Flasche mit, was ist denn das wohl? Essig. Den lasse ich besser mal entfalten. Nee, du Dora, da habe ich eine bessere Idee. Den kippst du jetzt in die leere Batterie. Mit dem sauer gewordenen Wein. Ja, der kann die Batteriesäure ersetzen. Klasse. Wunderbar. Und dann haben wir hier noch das Fass. Zu schwer. Kriege ich keine 10 cm weit weg. Kann ich denn mit dem Wurfpfeil den Korken entfernen? Tatsächlich. Schade um den guten Rum, oder? Ja, einen guten Schluck Rum in den Sonntagsschuhen. Ich habe mich extra piekfein gemacht und es ist schade um den guten Tropfen. Aber jetzt kann ich hier das Fass mitnehmen. Wir schleppen jetzt schon eine ganze Masse in unserem schicken gelben Outfit mit uns rum und ziemlich Schweres noch dazu. So, hier ist in dem Paket Streichhölzer ist übrigens noch eine Reibfläche und Alufolie. Praktisch. Dann haben wir die volle Batterie. Wir haben ein Fass, ein Holzscheit, eine Pipette und diese Spule. So, da ist noch was hinter der Scheibe. Vielleicht können wir es mit dem Holzscheit einschlagen. Ne, das ist solider als wir dachten. Mit der Spule vielleicht? Nein, das bringt nichts. Okay, dann müssen wir mal gucken gehen. Jedenfalls haben wir ja jetzt wieder eine volle Batterie. Und wir haben auch diese Spule. Dann gehen wir doch nochmal hierher und schauen, ob wir die Spule mit der Batterie verbinden. Ja. Jetzt klappt es. Wir haben einen improvisierten Elektromagneten. Ich sag ja, MacGyver ist ein Scheiß dagegen. Hihi. Und den Elektromagnet, den benutzen wir jetzt mit der Ritze. Ich möchte dazu keinen Kommentar abgeben. Hui, was sind wir listig. Ja, Dora, du bist wirklich listig. Ich bin ausgesprochen stolz auf mich. Und ich erst. Wow. Stecken den Türgriff wieder rein. Hat die schöne rote Fingernägel. Und die Tür knarrt. Toll. Was steht denn hier? Eine Eisenstange. Die werde ich nicht mitnehmen können. Vielleicht kannst du die in den Kamin packen? Nö? Okay. Aber ich glaube, den Drehspieß kann ich mitnehmen, ja? Kann ich die nicht doch da reinlegen? Nee? Die rollt. Okay, dann nicht. Gut. Was ist hier drin? Ein Feuerlöscher. Toll. Was ist da drin? Sand. Ich bekomme Sehnsucht nach dem Strand. Der Sand ist ganz fein. Haben wir jetzt Sand dabei? Nee. Hier hängt noch ein Ruder. Das packen wir auch gleich mal ein. Ich glaube, den Sand brauchen wir auch gar nicht mitzunehmen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Kupferdraht. Interessant. Gut. Aha. Und was ist hier drin? Was ist das Schönes? Eine Dose mit Kunstharz. Wenn ich nicht irre, dient das zum Reparieren von Booten. Ja, das härtet dann aus und dann kann man Sachen da... Hier, da ist nämlich eine Sicherung rausgeflogen. Hier irgendwo. Dann nehmen wir die doch mal. Die ist durchgebrannt. Das macht aber nichts, denn wir haben Alufolie. Nehmen wir sofort. Geiber-technisch. Wo ist denn jetzt die Batterie? Hä? Ach so, die habe ich noch gar nicht genommen. Okay, dann mache ich das vielleicht so mit Sicherung. Ja.
Okay, es ist durchaus drin, dass die Alufolie den Strom durchfließen lässt. Durchaus möglich. Ich bin aber nicht sicher, ob ich nicht diese Eisenstange doch dahin legen muss. Mit Feuerstelle. Ja, wusste ich doch. Ich wusste es doch. Gut. Schön. So, dann haben wir die da drin. Hier ist der Sandbehälter. Sand können wir nicht mitnehmen. Hat die Lampe nicht vorher schon geleuchtet? Aber vielleicht haben wir jetzt Glück und können diesen Aufnahme, wo komme ich nach hinten hier, diesen Aufzug in Gang setzen. Was meint ihr? Wollen wir das mal probieren? Ich würde mal einsteigen. Und tatsächlich, ha, das haben wir geschafft. Das waren die Aufzugssicherungen, die ich geflickt habe. Oh, es ist eiskalt hier drin. Eine Truhe. Und, ein Rätsel. Gut, das können wir aber noch nicht lösen. Was ist hier hinten alles drin? Flaschen. Da kommen wir nicht dran. Die stehen viel zu hoch. Aber wisst ihr was, das machen wir auch alles erst später, wenn wir dann dieses blöde kleine Rätsel da gelöst haben. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, denn hier hinter war doch noch was. Und wir haben diesen schönen, diese Grillkurve. Vielleicht kriegen wir damit den Lichtschacht auf. Und, na, jo! Haha, ein Gartenschlauch. Ja, und jetzt spielt sie nochmal MacGyver. Ich sag's euch, da haben wir was, um die Blumenrabatte zu begießen. Aber das wollen wir gar nicht. Wir wollen erstmal wieder bitte zur Ostfassade. Und ihr glaubt es kaum, wir binden jetzt den Schlauch an diese Türklinke. Und er kann uns beim Ziehen helfen. Ja, das meint auch Sandy, die heute wieder endlos plärrt. Genau, und der Schlauch ist so lang, ihr werdet es nicht glauben, dass wir ihn hier an den Handlauf tun können. Und dann ohne den Aufzug zu betreten, das Knöpfchen drücken von außen, weil da wollen wir nicht mitfahren, nein, nein. Weil, oh, und jetzt passiert mich Folgendes, seht mal, da ist es nicht irre. Jau, die Tür ist offen. Es klappt, der Aufzug hat die Tür vom Leuchtturm abgerissen. Aber dabei habe ich den Schlauch beschädigt. Na, das ist blöd, Dora. Die Kabine ist nicht da. Na, hoffentlich kommt die dann nochmal wieder. Ich glaube aber nicht, dass sie das nochmal machen muss. Gut, dann schauen wir mal, was sich hier in diesem tollen Leuchtturm befindet. Eine Tür. Ist ja klar, dass sie abgesperrt ist. Na, Logo, wir sind in einem Adventure-Game. Was denkst du? Aber hier liegt Aschenputtels Holzschuh oder Schneewittchen. Wieso Schneewittchen? Schneewittchen hatte keine Holzschuhe. War doch Aschenputtel. Also wirklich. Das. Wollen wir mal gucken, was, ob da noch irgendwas drin ist? Haha, ein rostiger Schlüssel, der garantiert in diese Tür passt. Die Treppe führt bis zum Meer. Hier kann man was aufdrehen, das machen wir aber noch nicht. Hier sind Algen, die sich an den Felsen festgekrallt haben. Die können wir auch nicht abmachen. Na gut, müssen wir noch was finden. Und hier gemeinerweise liegen noch Glassplitter, die wir uns mitnehmen. Ja, toll. Na, ich würde sagen, dann steigen wir doch mal die Treppe hoch. Das war ganz schön hart. 365 Stufen bis hier rauf, habe ich mitgezählt. Na, dann sollten wir uns doch erstmal ein Weilchen ausruhen, liebe Dora, und gucken, was wir hier machen in der nächsten Folge. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Bis dann, bleibt dran.